Hallo, da sind wir wieder, Pieper und Gitte. Immer noch auf der Insel der Diebe. Wir haben gerade den Koboldkönig beseitigt und wollen jetzt unseren kleinen Affen da reinschicken, wo der andere Affe sich gerade austobt. Genau. Na du, Kleiner, guck doch mal, was hier der ist. Der Herr König hat nichts. Machen wir hier eine Banane, ist immer gut. Kommt was. Affenkompass. Das ist etwa alles. Aber das nimm aus. Na, du. Turn da nicht rum, guck lieber. Bis jetzt war es ja nicht sehr ergiebig. Nö, ich auch. Ein Schangschwert. Wow, sowas Tolles. Das hätte ich ja noch nicht erwartet. Alles. Das war alles? Ja. Dafür haben wir den Kleinen hier reingeschickt. Da ist wirklich nichts. Guck doch mal genau, Kleiner. Nee, ist nichts. Hallo. Man muss es wissen. Gucken uns das Langschwert aber mal an. Jo. Nö, mehr ist hier nicht. Der andere Affe braucht. Na gut. Ein Langschwert und eine Banane. Wahnsinn. Gucken wir uns das Langschwert mal an. Kann ja sein, dass es irgendwie, wenn man hier relativ frisch reingeht noch, dass es dann am Anfang gar nicht so übel ist. Wir können auch gucken, ob man das verbessern kann. Da ist es. Langschwert. 25. Es wird zum Runenschwert. Kann man verbessern. Zum Grundschwert. Mal gucken, wie es dann aussieht. Auch nichts. Wird auch nicht besser. Weil wir es mal mit Mara vergleichen. Na, so gut 30 ist Mara bis auch 60 und Schaden und Schwert plus 10. Mhm. Ich bin ein bisschen gespannt, was wir auf Kila finden. Deutlich. Da haben wir ja irgendwie einen Hinweis bekommen von Mendoza, dass sich dort ein Teil von Mara befindet. Ja, aber hier schon einen kleinen vorgelagerten Insel. Ich dachte erst, das wäre vielleicht die Waffe, die haben wir ja schon, oder das nicht. Ganz sicher was anderes. Da ist auch nichts. Ist ja überhaupt nicht ergiebig hier. Naja, richtig wohlhabend sind diese Kobolde ja auch nicht. Ja. Wir wissen ja, die nehmen alles mit, was sie in die Nadel. Aber ein paar Teller oder Löffel oder sowas hätte ich mir aber doch hier ist eine erwartet. Kiste. Ja, aber 110 können wir nicht. Wir können bis 90. Oh nee. Wir haben 90. Könnt's auf 100 das steigern aber das mit alles, dem was wir Ring. Können. Aber 110 schaffen wir nicht. Und also wenn man hier relativ frisch hingeht, da hat man keine Chance. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir werden auf diese Insel aller Wahrscheinlichkeit nicht zurückkommen, weil wir auf diese Insel. Es wird uns nicht mehr auf diese Insel führen. Das ist ja ein DLC. Na, das Wasserfass können wir ja mal nutzen. Können wir auch gut gebrauchen. Ja. Guck mal, mach mal was. Und ist das jetzt hier? Kann man da jetzt ins Meer Rude? Eine Rudepuppe. Papagei, kann man auf die Insel fliegen. Ja, man kann auf die Insel laufen. Ja. Muss man den ja nicht verstehen. Das nützt uns nicht allzu viel. Ich wollte ja sowieso noch mal zurückgehen. Wir müssen mit dem Kleinen auch sprechen und sagen, dass der Gnomenfresser weg ist. Ja. Haben sie sich nett eingerichtet hier? Ja, da war ich ja auch. Aber jetzt schon gibt's oben sie halt drauf. Auch nicht. Knarre. Ja. Schon klar. Aber du hast zum ersten Mal geschossen und getroffen, meine ich. Geschossen hast du ja nicht zum ersten Mal, aber getroffen hast du zum ersten Mal. Ja. Der war so nah, dass er ihn nicht verfehlen konnte. Ich konnte aber gar nicht vorbeischießen. Ja. Der stand direkt vor der Pistole. Ja. Zu den anderen Weg sind wir ja noch nicht gegangen. Wir sind ja noch hier was? Und hier ist ja noch ein Weg. Da ist ein Pilz. Ja. Ich sehe es meistens noch so aus den Augenwinkeln. Ja. Wenn da was halt, da war ein Quarz irgendwo. Da war der. Aua, halt!
so ein komisches Schwein. So eine Schweineratte. Wie auch immer. Grünfleisch. So. War doch ein Quatsch. Nein, aber nimm doch die Schlange, das ist auch ganz gut. Ach, das war wahrscheinlich kein Quatsch, sondern eine Wurz. Ja. Da waren wir, oder? Wo waren wir? Ja. Mann, der hat mich jetzt völlig durcheinander gebracht. Das ist auf der, da der, kommen der wir Kobold her. Ja. Genau. So. War kein Quatsch, das war die Wurz. Wir waren ja mal so auf so einer Insel, da haben die Leute auch Ratten gegessen. Und war allerdings nur Baumratten. Dann habe ich gefragt, woran erkennt ihr denn eigentlich? Hey. In der Düsternis sehe ich auch gar nicht, ob ich das hier draußen habe oder nicht. Ja, aber er nimmt Schaden, also hast du raus. Was habe ich gefragt, woran erkennt er denn, dass es Baumratten sind und keine anderen Ratten? Dann sagt er, ja, die lassen immer den Schwanz dran. Und dem Schwanz nachzuurteilen, meint es eigentlich eher sowas wie Eichhörnchen. Ja, also so rattenmäßig haben die nicht gerade ausgesehen. Nee. Oh. Blödes Mistvieh, hör auf, mich in mein Po zu beißen. Das machen die gern. Naja, das machen die Viecher alle gern. So. Oh, und Kralle. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Das wollen wir wissen. Das war ja die Abzweigung. Ja. Ich will jetzt die dicken Schätze haben. Dunkelte. Oh, da kannst du ja was Aber erst wenn ich mit dem fertig bin. Ja, der MT, aber ich glaube, er hat schlechte Karten. Und hatte er. Ist auch gut so. Hier geht's ja noch weiter. Oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Pilz. Eine Gabel. Und eine Gabel, wow. Ja, eine Spitzhacke, falls du die vergessen haben solltest. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine Kristallader, die werden wir natürlich abgeben. Ja. Wir haben mal geguckt, wir haben ja Witcher 2, das waren 80 Folgen, wir sind hier schon bei Folge 90 gewesen, in der letzten Folge. Das Spiel ist doch viel länger. Mhm. Ja, Witcher war aber auch so dicht, dass einfach so viel länger ja, vorkam. So, ja. Geisterblume. Ach, guck mal, ein Bett. Jo, du kannst jetzt schlafen. Aber hier ist nichts. Ich will aber nicht schlafen. Rutschkappe, das ist gut. Ich weiß, dass die zu den gehört, zu den Pflanzen, die wir auf jeden Fall. Also die einen permanent verstärken. Ich weiß zwar nicht, was wir machen, aber. Ja, Blutkappe ist wohl was Permanentes. Ja, auf jeden Fall. Leben oder sowas. Ja. So, es sind doch einige Nebengänge hier. Oh. Ich glaube, wir gehen wieder neben dem Wasserfall. Ja, bitte ja. Ist vielleicht doch etwas gesünder. Ja, aber schön ist es hier drüben. Mal abgesehen von den Kobolden. So, ja, die haben ein bisschen gestört. Ja, ein bisschen, aber die waren nicht so schlimm. Ja, dann sollte man dem Kleinen mal Bescheid sagen. Jo.
dass wir diesen Gnomenfresser beseitigt haben. Gibt's hier noch was? Nein. Nichts, nichts, nichts. Du hast auch nichts mehr? Nee. Nur noch seine Knochen. Und die sind ihm inzwischen auch egal. Oh, sieht toll aus. Hat schon wieder so ein goldenes Licht, das wird langsam. Ja, es wird langsam wieder abends. Na da steht er ja, der Kleine. Hey. Dein Gnomfresser ist Geschichte. Gabo ist Tomi sehr dankbar. Dieses Gozo war große Bedrohung für Gno. Die Kobolde sind dagegen eine einfache Vico-Aufgabe. Wenn du das sagst. Gabo muss jetzt dringend gehen. Viele wichtige Aufgaben noch auf Eila. Tschüss, Homie. Tschüss. Kleiner. Kannst du ja mal einen Alligator freuen. Ja, der große Jäger. Ach, toll. So, hier ist ja wieder das... So, ja, also die Küste können wir ja bis zum Abwinken. Das ist klar. So, jetzt lass mal sehen auf der großen Karte, würde ich nochmal gucken. Also wir haben das alles gemacht bis zur Höhle, weil da ging es, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, das war es eigentlich. Nee. Ja. Bis hier hinten waren wir und da waren wir hier drin. Ja. Und hier hinten sind wir rausgekommen. Das war der Aussichtspunkt. Genau. Und das hier kennt man noch gar nicht. Da gehen wir doch da mal hin, ha? Ins Dorf und dann da hinten. Ja, wir können auch mal gucken, wo wir den einen Typen finden. Na gut, gehen wir mal ins Dorf. Ja, Peber hat sich so erkennen, er muss erst mal ganz gründlich husten. Und ja, das war gerade ein fürchterlicher Husten- und Niesanfall. Ja, genau. Also erkennen muss es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Aber nee. Vielleicht heuschen. Hat er bisher noch nie gehabt, aber das kann er immer machen. Irgendwann entwickelt man dann solche Allergie. So. So, gehen wir erstmal da. Hallo Mimak. Tschüss Mimak. Du meinst, dass der Kleine, den man da suchen soll, dass der ganz woanders ist? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Mal. Dann bist du doch irgendwie auch ein... Ja, jetzt lass mich mal hier gucken. Ich wollte einfach mal was gucken. Guck mal, hier ist ein Oli. Ach, der denn? Weil die Ecke kennen wir ja noch überhaupt nicht. Wir sind die Straße noch nie lang gelaufen. Stimmt. Von dem Straßen. Naja. Leicht übertrieben. Aua! Hey. Jetzt war ich zu langsam. Warst du langsam? Definitiv. Hast du überhaupt eine Waffe in der Hand? Hey. Das war nichts von wegen dem Golem und Umlauf und dann in deinen Rücken kommen. Nee. Das war ein guter Plan, aber nicht funktioniert. Mann, ich will. Du willst? So, ja. So habe ich mir das umgekehrt. Ja, klar, dreh dich um und guck in die andere Richtung. Hast du einen Flugweg und du gibst. Jetzt stirb endlich. Man darf den gar nicht erst zum Kämpfen kommen lassen. Ja. Von wegen umdrehen, in die andere Richtung gucken, la la la, singen und das war's. Ich muss doch mal die Gegend und das Gelände angucken. Genau, ne? Wo kann ich mich verstecken? Okay. Mag mir jetzt nicht, dass du die Orientierung verloren hast? Ne, glaube ich nicht. Nee, ist schon. Aber. Das ist der nächste. Sie gar nicht verloren Nein. haben. Den haben wir noch nicht gesehen. Hast du es gezogen? Dein Schwert? Ja. Na warte, pass auf! Oh. Du bist zweimal getroffen. Aber ich sehe nicht viel, irgendein Schaden. Ich glaube, die sind gut zum Üben. Mit der Pistole, weil er so groß ist. Kann
kann man kaum ernehmen. Ja! Jetzt wird er richtig böse. Jetzt wird er stinkig. Ja, gleich frisst er dich auf. Und essen die überhaupt? Hä? Ist er jetzt eingeschlafen? Ist sie vielleicht... Oh, ich sehe nix. Hilfe! Ah, jetzt das war nicht gut. Oh ja, die Pistole kann auch ganz gut das sein. Das war doch besser wie mit dem ersten. Ja. War gar nicht übel. Hat mich kaum erwischt. Außer das eine Mal, wo ich nichts gesehen habe. Könnt ihr mal wieder speichern? Bist du ein... Oh, guck mal. Ist dem das Gold aus der Tasche gefallen? Ich glaub, hallo, hast du noch mehr? Gold machen. Nee? Nö. Nee. Hat er nicht. Vielleicht war hier ein Kobold. Mit Löchern in der Hosentasche. Ja. Hier, guck. Das da weißt du, uns das hinführt. Weißt du, es ist ja eine Spur. Ja. Teleporter, wow. Ja. Können wir bald einen Laden aufmachen. Oh, halt. Man kann nie genug kommen. Wir waren noch nicht auf allen Inseln. Und auf einigen Inseln fehlen uns auch noch die Teleporter, weil wir da noch nicht hinkommen. Eine Wurzel und eine Markibeere. Passt. Noch mehr Gold. Oh. Halt. War da noch was? Nee. Doch, hier. Ja. Na. Auch für Gold würde ich mich auch bitten. Jo. Ja, deswegen denke ich mir halt, vielleicht ist da der eine Typ gelaufen und dann müssen wir mal gucken, wenigstens wo der irgendjemand ist. Hat da ein Loch in der Tasche. Hm, halt Gold. Oh, hier kommt ein Teich oder eine Küste. Oh, hier geht's runter. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder hoch. Ah ja, wir können ja notfalls teleportieren. Ja. Und Gold und Muschel. Noch mehr Gold. Kerzenhalter. Ja. Da hatte jemand aber große Löcher in der Tasche. Ja. Oh, Fisch. Wow. So ein Ding, was hier so alles rumliegt. Schatulle. Wir werden reich. Ja. Ja, Schatulle ist ja notwendig. Wir müssen das Zeug ja irgendwo unterbringen. Kann man ganz schlecht sehen. Ja, zwischen den Steinen ist das gar nicht so leicht zu entdecken. Oh, sogar im Wasser. Ja. Sehr nett. Oh. Wo sind wir jetzt eigentlich an der Küste? Hier. Also ich würde dir jetzt auch mal raten, dass du auf jeden Fall wenigstens mal guckst, wo der Typ sein könnte. Nicht, dass wir hier dran vorbeilaufen oder wieder hin müssen, Cedric. Ja, das wäre blöd. So entlaufen ist war das. Gucken wir doch mal. Bis jetzt ist nämlich gar nicht so weit. Ich würde sagen, ja, das könnte von hier reingehen. Ja, das könnte. Und ich denke mir, das wird auch, von dort aus. Wir gehen mal hier den Strand lang und dann gehen wir hier rein, dann sind wir hier sowieso ziemlich fertig. Ja, dann haben wir eigentlich, glaube ich, auch sowieso die Insel gemacht. Aber es wird ja ganz schön verdächtig abendlich. Ja. Aha. Na, kommen die, naja, das brauchen wir ja auch schon langsam hier, diese Lichter, diese
Leuchtkugeln, die sie mit sich rumtragen. So. Uiuiui, jetzt haben wir aber mächtige Lecks. Ja, hab ich auch gerade festgestellt. Aber es ist so okay, wir machen jetzt Schluss. Ja. Wir haben sowieso unsere Zeit erreicht. Und dann, in der nächsten Folge werden wir dann hier nochmal rumgucken. Versuchen, den kleinen Tippen zu finden, der da verloren gegangen ist. So. Und dann sind wir hier eigentlich auch fertig, denke ich mal. Dann geht's weiter. Genau. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Tschüss.